Herzlich willkommen hier in Wörbel an der Kirche. Jetzt gleich beginnt der Gottesdienst, den die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Kirchengemeinden Rehkirchen und Wörbel gemeinsam vorbereitet haben. Eigentlich hätte dieser Gottesdienst schon im März stattfinden sollen, doch Corona kam dazwischen. Sie hätten auch längst konfirmiert sein sollen und wir mussten die Konfirmation verschieben. Aber das Thema, das sich die Jugendlichen ausgesucht haben, ist so aktuell, dass man es kaum glauben kann. Sie haben sich das Thema Toleranz ausgesucht. Toleranz in Bezug auf Rassismus und auf verschiedengeschlechtliche Lebensformen. Sehr mutig sind die Jugendlichen, dass sie diese schweren Themen angefasst haben. Und wir staunen darüber, wie passend das alles jetzt ist. Der Gottesdienst wird von ihnen allein gestaltet, mit musikalischer Unterstützung. Es sind nicht alle vor der Kamera zu sehen, aber alle, deren Namen gezeigt werden, waren an der Vorbereitung beteiligt. Wir freuen uns auf diesen Gottesdienst und wünschen den Jugendlichen da drin gutes Gelingen und gute Nerven. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. Coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home. Just tell my friends that I'm coming too. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Sometimes I'm up, sometimes I'm down, coming for to carry me home. But still my soul feels heavenly bound, coming for to carry me home. Swing low, 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 sweet, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, 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 sweet chariot. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ihr seht und hört diesen Gottesdienst aus der Kirche hier in Wörbel. Wenn Sie sich im Laufe des Gottesdienstes fragen, warum hier nicht der Pastor oder die Pastorin steht, sage ich Ihnen es schon mal vorher. Das wird heute ein Vorstellungsgottesdienst, vorbereitet von den Konfirmanden. Das Thema des heutigen Gottesdienstes ist Rassismus und LGBT. Dieses wollten wir eigentlich zusammen als Gruppe auf Burg Schlemberg gemeinsam vorbereiten, daraus ist bekanntlicherweise nichts geworden. Deswegen haben wir uns in kleinen Gruppen aufgeteilt und haben so diesen Gottesdienst vorbereitet. Ich habe noch ein paar Dinge bekannt zu geben. Am 28. Juni findet um 9:30 Uhr in Rehkirchen ein Präsenzgottesdienst mit einer Taufe statt. Außerdem auch um 11 Uhr, aber in Wörbel. Die Kollekte aus dem letzten Gottesdienst war bestimmt für das Landesposaunenfest. Vielen Dank dafür. Die Kollekte aus diesem Gottesdienst wird gespendet für die Flüchtlingshilfe in Lippe. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Sohnes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt singen wir das Lied Wade in the Water. Dieser Titel sollte zur Zeit der Sklaverei als Tipp gelten, durch das Wasser zu gehen, um sich davon zu befreien und in ihrer Freiheit ohne Unterschied zwischen den Menschen zu leben. Mit diesem Lied wollen wir deshalb unsere Verbundenheit ausdrücken mit denen,
die friedlich gegen Rassismus und Ausgrenzung demonstrieren. Wir beten. Guter Gott, zum Glück leben wir nicht in der Zeit des Nationalsozialismus, wo Juden, Homosexuelle und Dunkelhäutige verfolgt, gefoltert und getötet wurden. Da, wo sie verachtet und gehasst wurden. Da, wo der Hass der Nazis größer war als der reine Menschenverstand. Damals war der Hass gegen Andersdenkende nichts Ungewöhnliches. Zum Glück leben wir in einer Zeit, wo die meisten Menschen Homosexualität, andere Religionen und Dunkelhäutige akzeptieren. Bitte macht, dass diese Zeit uns nie wieder einholt, wir diese Ereignisse aber auch nicht vergessen. Danke Gott, dass du uns alle liebst und dass wir vor dir alle gleich sind, egal wer oder wie wir sind. Amen. Wir sind alle Menschen, so sagte es Thorsten Leiser in seinem Lied Mensch bedenke. Mensch bedenke, dass du Mensch bist, so wie alle auf der Welt. Hast das gleiche Recht zu leben, ganz egal, was für dich zählt. So heißt es auch in Artikel 18 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln ein. Jeder darf seine Meinung haben, denn Mensch bedenke, Menschenrecht, das wird dir als Mensch gerecht. Lasst uns das Lied nun gemeinsam singen. Mensch bedenke, dass du Mensch bist, so wie alle auf der Welt. Hast das gleiche Recht zu leben, ganz egal, was für dich zählt. Mensch bedenke, Menschenrecht, das, was dir als Mensch gerecht. Ganz egal. Mensch, bedenke Menschenrecht, das wird dir als Mensch gerecht. Unser Gott liebt bunte Vielfalt, ja, wir können mutig sein. Lass die Dummheit aus den Köpfen und die Herzen offen sein. Mensch, bedenke Menschenrecht, das wird dir als Mensch gerecht.
Als wir uns mit dem Thema Toleranz beschäftigt haben, kam uns die Idee, einen Film zu drehen, der das Thema Ausgrenzung und Diskriminierung aufgreift. Dieser Film soll zeigen, dass es auch in der heutigen Zeit nicht selten vorkommt, dass jemandem nicht geholfen wird, auch wenn es deutlich ist, dass es ihm nicht gut geht. Eis essen zu gehen? Ja, voll gute Idee. Sag mal, wollen wir ihm helfen? Die kommt schon klar. Ja, aber sie ist da komplett alleine und liegt ja einfach. Von mir aus, wir können ja mal gucken, was sie hat. Sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? Nein. Bist du verletzt? Ja, mein Bauch. Können wir dir irgendwie helfen? Ja, weißt du, wo der nächste Arzt ist? Komm, wir zeigen es dir. Kannst du aufstehen? Ja. Die Lesung steht im Lukas-Evangelium Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft, deinem ganzen Verstand, und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Handle so, dann wirst du leben. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach und er fragte weiter: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte: Pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus. Wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte: Dann geh und mach du es ebenso. Was hat Toleranz mit Gott zu tun? Jeder, der schon mal einen Gottesdienst besucht hat, kennt den Satz: Vor Gott sind alle Menschen gleich. Wir bewundern Gott dafür, dass er immer das Gute in einem Menschen sieht und alle gleich behandelt. Egal ob arm oder reich, jung oder alt, Mann oder Frau. Vor Gott sind wir alle gleich. Auch von Jesus Christus wird jeder Mensch gleich behandelt. Er zeigt uns, wie wir auf unseren Nächsten achten und für sie sorgen können. Auf die Frage, wer ist mein Nächster, antwortet er mit der Geschichte des barmherzigen Samariters. Dieser war nicht besonders angesehen in der Gesellschaft, aber er war der Erste, der einem fremden Mann, der dringend Hilfe benötigt, beistand. Jesus wollte damit verdeutlichen, dass jeder, der Hilfe braucht, unser Nächster ist. Und somit ist auch der Samariter, der dem fremden Mann als Erster beistand, diesem zum Nächsten geworden. Und obwohl Jesus uns Christen diese Nächstenliebe vorgelebt hat, gibt es in dieser Welt immer noch Rassismus und Diskriminierung. Uns fällt es oft schwer, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Viel zu häufig sieht man, wie Menschen wegen ihrer Herkunft oder Religion diskriminiert oder beschimpft werden.
Leider gibt es oft nur wenige, die in solchen Situationen beherzt eingreifen und den Betroffenen helfen. Gottes Schöpfung ist so vielfältig, deshalb ist jeder Mensch einzigartig. Wir alle sollten uns trotz dieser vielen individuellen Unterschiede so akzeptieren, wie wir sind. Denn jeder ist seine Art besonders. Deshalb möchten wir mit Jesu Worten abschließen: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. Zweige wachsen viele aus einem Stamm und wir sind eins durch ihn. Ich stelle mir vor, dass die Menschheit wie ein Baum verbunden ist. Jeder hat seinen eigenen Stamm, der sein Leben darstellt. Wie schön, dass alle Zweige unterschiedlich sind. Als er 14 und noch auf der Hauptschule war, hat Peter sich das erste Mal für Jungs interessiert. Damals ging er ein beinharter Fußballer wie selbstverständlich davon aus, dass das wieder weggehen würde. Mit 15 schon weniger sicher, dachte er. Das muss unbedingt wieder weggehen. Mit 16 dann, vielleicht bleibt es ja so. Und mit 17, als er schon eine Lehre machte und zu einem gefürchteten Innenverteidiger herangewachsen war, der mit seinen 82 Kilo beim Fußball alles abräumte, da wusste er, es wird so bleiben. Kurz darauf brachte er seinen damaligen Freund zum ersten Mal mit nach Hause und erklärte seinen verdutzten Eltern: Ich bin schwul. Es folgte eine lange Pause. Dann rief sein Vater: Wir sind total enttäuscht. Wie kannst du uns das nur antun? Du bist unser einziger Sohn. Das ist eine Schande. Und die Mutter fügte hinzu: Hoffentlich ist das nur eine Phase. Wir wollen doch Enkel. Peter und sein Freund flüchteten. Der Sohn ließ sich danach 2 Tage lang nicht zu Hause blicken, obwohl er dort wohnt. Ich war voll enttäuscht. Ich hatte mir anders erhofft, erzählt er heute, ein halbes Jahr später. Beim Sport und bei der Arbeit sei er unkonzentriert gewesen. Er habe viel Wut in sich gespürt und die an anderen ausgelassen. Wenn jemand nur über WhatsApp geschrieben hat: Hi, wie geht's? Dann antwortete ich: Jetzt geh mir nicht auf den Sack. 3 Wochen lang hätten die Eltern überhaupt nicht mit ihm geredet. Und seitdem tun sie so, als ob ich es ihnen nie gesagt hätte und auf Mädchen stehen würde. Sie fragen nicht, wie es ist, schwul zu sein, oder wie ich es bemerkt habe. Nichts, gar nichts, sagte Peter, der inzwischen 18 und wegen seiner Eltern ziemlich verbittert ist. Er lässt sie nicht mehr an sich ran und redet kaum noch mit ihnen. Dass er einen neuen Freund hat, wissen sie auch nicht. Peter will bald ausziehen. Dass Menschen mehr als nur weiblich, nur männlich oder auch nur hetero sein können, stößt bei vielen Menschen noch auf Unverständnis. Die weitergehende Folge: Menschen werden aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminiert. Aber nicht nur auf der offenen Straße erfahren Betroffene Diskriminierung wegen ihrer sexuellen Identität. Auch die Diskriminierung am Arbeitsplatz gehört bedauerlicherweise noch zum Alltag vieler Menschen. Durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
wird Betroffenen jedoch Schutz und vor allem eine wichtige Rechtsgrundlage geboten. Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Im Frühjahr 2017 identifizierten Polizei und Sicherheitskräfte in Tschetschenien mithilfe einer Dating-App etwa 100 homosexuelle Männer. Verhafteten sie, schleppten sie in Lager und folterten sie. Wladimir Putin leugnete die Vorfälle. Und der Regierungschef von Tschetschenien teilte mit, dass es in seinem Land gar keine schwulen Männer gebe. Man wünschte, diese Aktion sei ein trauriger Einzelfall. Ja, es ist so. Für viele Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender hat sich die Lage gebessert. Aber auch heute noch ist Homosexualität in 78 Ländern verboten. In 8 Ländern sogar unter Todesstrafe gestellt. Jährlich werden Tausende von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und umgebracht. Auch in westlichen Staaten wird mit sexuellen Orientierung sehr unterschiedlich umgegangen. Doch wie ist das bei uns in Deutschland? Lesben und Schwule herabzusetzen und auszugrenzen, das will praktisch niemand. Jedoch respektieren und akzeptieren nicht alle die Sexualität anderer. Heißt also, die Vorurteile sind noch da. Anders als heterosexuell zu lieben, das finden fast alle Deutschen inzwischen in Ordnung. Rund 95% sind der Meinung, dass es gut ist, Homosexuelle per Gesetz vor Diskriminierung zu schützen. Ebenfalls 83% waren der Meinung, dass gleichgeschlechtlich Liebende dasselbe Recht haben müssten zu heiraten wie Heterosexuelle. Doch in Deutschland bekamen sie erst seit dem Jahr 2001 das Recht auf eine eingetragene Partnerschaft. Seit dem Jahr 2017 sind sie der Ehe gleichgestellt. Die Zeiten, in denen Sex allein der Vermehrung diente und ansonsten als Sünde angesehen wurde, sind zum Glück vorbei. Allerdings noch nicht so lange, wie man glauben möchte. Doch zu Beginn des letzten Jahrhunderts galt es als anstößig, über körperliche Lust sogar unter Ehepaaren zu sprechen. Lustvoll gelebte Sexualität galt an sich als pervers, sowohl unter heterosexuellen Paaren, ganz besonders aber unter gleichgeschlechtlichen Liebenden. Diese Handlungen wurden unter Strafe gestellt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg traten sehr langsam Lockerungen ein. Man gewöhnte sich an die Vorstellung, dass Männer und Frauen zum Spaß Sex miteinander haben können, ohne dabei Nachkommen produzieren zu wollen. Dabei wurde nach und nach auch die gleichgeschlechtliche Beziehung als normale Liebesbeziehung wahrgenommen. Heute bezeichnet man die Bewegung, die sich für diesen Befreiungsprozess einsetzt, als LGBT-Bewegung. LGBT steht für Lesbian, Gay, Bi und Transgender. Das Symbol der Bewegung ist die Regenbogenflagge. Das Zeichen der Hoffnung, dass unser Zusammenleben bunt und vielfältig sein kann und darf. Das nächste Lied, was wir singen, heißt Aufstehen, aufeinander zugehen und soll uns zeigen, wie wir uns verhalten sollen, um etwas gegen Rassismus zu unternehmen. Nicht ausgrenzen, sondern aufstehen, aufeinander zugehen. Lass es uns singen. Wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Viel zu lange rumgelegen, viel zu viel schon lamentiert. Es wird Zeit, sich zu bewegen. Höchste Zeit, dass was passiert. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Jeder hat was einzubringen, diese Vielfalt wunderbar. Neue Lieder wollen wir singen, neue Texte laut und klar. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen.
Rassismus. Wir gehen ins Jahr 1939 zurück. Dort begann das rechtsextremste Ereignis der letzten 100 Jahre. Der Nationalsozialismus. In dieser Zeit bis 1945 wurden Juden, Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten und Andersfarbige in Konzentrationslager gesteckt. 6 Millionen Menschen wurden dabei getötet. 75 Jahre später gibt es wieder Staatsmächte mit rassistischen Meinungen. Also, was ist Rassismus überhaupt? Viele Menschen reden darüber und beschweren sich, aber wissen nicht genau, was Rassismus ist. Der Kern von Rassismus sind meist Vorurteile. Vorurteile gegenüber anderen Menschen, Kulturen oder Ländern. Man verbindet negative Eigenschaften dieser Kultur oder des Landes mit den Menschen, die nichts dafür können, dass das Land schlechte Taten hinter sich hat. Im Alltag sind da diese kleinen Zwischenfälle, zum Beispiel der Besuch beim Arzt und der Arzt ist zufällig schwarz und dann hat man kein Vertrauen mehr in den Arzt, weil er halt schwarz ist. Das eigene Vertrauen ist am stärksten gegenüber den Menschen, die die gleiche Hautfarbe haben oder der gleichen Kultur angehören. Oft tritt Rassismus bei Jugendlichen oder Kindern auf. Wenn Erwachsene oder Eltern darüber reden, schnappen sie Schlechtes auf und teilen dann diese Meinung in der Schule automatisch. Das kann der Kern oder Ursprung von Ausgrenzung und Mobbing sein. Doch was können wir gegen Rassismus tun? Wir müssen den eben angesprochenen Kern von Rassismus packen und ihn verdrängen. Wir müssen aufhören zu verurteilen. Wir müssen jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist, egal welche Hautfarbe, Herkunft oder Religion er hat. Wir können Gruppen bilden und auf der Straße oder im Internet demonstrieren. Wir könnten Hashtags machen, wie zum Beispiel gegen Rassismus. Behandelt andere so, wie ihr behandelt werden wollt, helft Menschen in Not. Together against Rassismus. Am Montag, den 25.05.2020, wurde wieder ein Dunkelhäutiger in Amerika ermordet. Was ist los mit dieser Welt? Merken wir nicht, wie sie aus den Fugen fällt? In einem Land, wo Dunkelhäutige getötet werden, auch noch von Polizisten, wo andere Religionen verachtet und Menschen mit einer anderen Sexualität fertig gemacht werden, wo man von der Gesellschaft ausgeschlossen wird, nur wenn man anders ist. Nein, in so einem Land möchte ich nicht leben. In dem Land, in dem ich leben will, sollen alle akzeptiert werden. Niemand soll gehasst werden. Wir sind alle Menschen, egal welche Religion, welche Sexualität oder Hautfarbe wir haben. Unser aller Blut ist rot. Mensch ist Mensch, egal welche Haar- oder Hautfarben. Überdenkt gut eure Aussagen, denn der Schöpfer macht keine Ausnahme. Gott, bitte beschütze uns alle. Das nächste Lied, We Shall Overcome, gilt als einer der frühesten typischen Prozesssongs und war ein Schlüsselsong der US-Bürgerrechtsbewerbung. Gesungen wurde viel auf den Protestaktionen der Schwarzen in den 60ern und 70er Jahren. We shall live in peace. We shall live in peace.
Wir beten. Wenn wir uns die Welt, dein Werk ansehen, können wir nur staunen über alles, was du uns gegeben hast. Tausende Menschen unterschiedlicher Farbe, Sexualität, Religion und Nationalität. Lass die Vielfalt der Menschen für uns alle ein Segen sein, weil du dich in allen zeigst. Du, unser Vater, hast uns erschaffen, damit wir nach deinem Vorbild leben. Lieber Gott, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest und uns lehrst, jeden Menschen zu lieben und wertzuschätzen. Hilf uns, jede Art von Hass gegenüber Menschen, die anders als wir selbst sind, aus der Welt zu schaffen. Wir bitten dich auch, auf die Menschen aus anderen Ländern zu achten, wie jetzt zum Beispiel in Amerika, die gegen Rassismus demonstrieren. Wir bitten dich, dass die Demonstration friedlich verlaufen und keiner verletzt oder getötet wird. Wir bitten dich auch, auf die Menschen mit einer anderen Sexualität zu achten. Gib ihnen Kraft, die Demütigung, die sie vielleicht erleben mussten oder müssen, zu überstehen. Segne alle, die Zeichen setzen, damit aller Hass gegen Fremde, Andersliebende, Andersdenkende oder andere Religion in uns und um uns herum überwunden werden kann. Segne uns, damit wir achtsam werden gegenüber jeglichen Leben. Lieber Gott, wir bitten dich um Frieden und um Akzeptanz für alle Menschen auf dieser Welt. Wir bitten dich, lass Verständnis überall auf der Welt regieren. Gemeinsam legen wir alle Kraft in das Gebet, was der Herr uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Lied »Möge die Straße« beinhaltet schöne Worte und viele Wünsche. Ich habe auch viele Wünsche, wenn jemand fortgeht, den ich gern habe. Im Lied gibt es auch viele Wünsche, so auch wie in der ersten und dritten Strophe, der Wunsch nach Geborgenheit und Zufriedenheit. Bei dem Refrain »Bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand«, fühle ich sowas wie Geborgenheit und stelle mir vor, wie es ohne Hass oder Andersdenkende ist. Ich wünsche mir, dass die Welt ohne Rassismus und Antisemitismus wäre. Jede Person sollte leben können, wie sie will. Zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft voller Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab. Hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot. Sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis
Wir bitten Gott jetzt um seinen Segen. Gott, der dich hervorbringt, liebt dich und steht zu dir. Gott schütze dich auf all deinen Wegen. Jesus, der selbst Mensch war und dich genau kennt, liebt dich. Jesus begleite dich heute und immer. Gott segne uns alle, dass Frieden und Verständnis füreinander wachsen und aller Hass überwunden werden kann. Amen. Bis wir uns mal wiedersehen, halte dich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Verabschieden wir uns und bedanken uns ganz herzlich bei den Konfirmanden und Konfirmandinnen dieses Jahrgangs. Auf Wiedersehen.